Ja. Mit dem nächsten Teil der Racing Story. Wenn schon ein bisschen Kopf unterwegs ist, das ist natürlich nicht immer gut. Halte mich wieder ein bisschen was offen. Jetzt habe ich eine Frage, warum die nämlich noch gesperrt ist. Weil auf dem Schloss kam immer noch was frei. Aber das haben wir uns jetzt nicht mal angesehen. Das hat sich auch wirklich frei. Herzlich. Jetzt hast du jetzt. Das ist doch jetzt. Ich. Gerade. Ich dachte, wir kriegen die Kunden nachts fahren. Gut, dann fangen wir mal rein. Das war tatsächlich heute erstmal Story. Man darf auch nicht jede Nacht irgendwas Irres zeigen. Sonst wird's zur Routine. Genau so ist es. Und so, das heißt, doch mal rüber an den Tag. Das dahin. Dann fahren wir heute mal wieder ein bisschen am Tage. Und dann wäre tatsächlich wieder alles gut, aber wir haben nicht so viel Kohlen, dass ich das jetzt immer wieder machen würde. Und das nächste Ding heißt Test. Du solltest mir eigentlich jetzt. Ich plane ein paar neue Strecken für den nächsten Showdown und brauche zuverlässige Racer, die sie testen. Zuverlässig? Ich bin geschmeichelt. Das war's mit der Lackierung. Wie läuft's denn bei den Riveras? Kompliziert. Warum kommst du nicht mal vorbei? Lucas würde sich bestimmt freuen. Ah, ich weiß nicht. Wir haben uns irgendwie auseinandergelebt. Ich bin beim Showdown geblieben. Er ist in diesen Nachtrennen-Scheiß reingerutscht. Und warum fragst du dann ständig nach ihm? Er war mein Freund, verstehst du? Und nach seinem Dad der beste Racer, den ich je gekannt habe. Ist echt schade, ihn in dieser Werkstatt versauern zu sehen. Er ist ein guter Mechaniker. Na dann, hilf mir, die Strecken zu testen und ich schicke ihm ein High-End-Fahrwerkskit, das er in deinen Wagen einbauen kann. Deal. Jetzt nach rechts. Bereit? Klar. Gut.
So, auf jeden Fall sind wir wieder am Start. Wir sind auf Freund Dex, sie sollen Erster werden. Halt dich nicht zurück! Reiz die Strecke voll aus! Das war jetzt nicht so geplant. Okay, jetzt hätte ich aber ein bisschen angehört. Ich werde es dir nicht leicht machen, klar? Du hast an dem Wagen gearbeitet, ha? Huh? Ich hab... ja, kann sein. Du hast niemanden vor dir, nutz es aus! Nice. Ich bin noch nicht besiegt! Dann guck, dass du drehst, was frei zu machen. Weil ich vermute, dass die Idee, dass ich die Hölle halt machen wird. Ja, da geht es mir jetzt runter. Du hast jetzt freie Fahrt zum Ziel. Ich werde dich bis zuletzt bekämpfen. Hier habe ich gerade eine Runde. Ja, Fädel den Zip passierten. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Gut gemacht. Du bist bereit für eine schwierigere Strecke. Ja, das war jetzt nicht das große Ding. Hat ihr denn ein bisschen Kohle mit? Somit können wir wieder Cops bestechen oder wie auch immer. Oder 10, der ist abgeschlossen. Da wir ja auch schon wieder dabei sind, fahren wir auch natürlich noch das nächste Rennen hier und fahren noch ein weiteres Rundkursrennen.
Okay. Denken wir dann auf 8. Ich komme sofort wieder, ich muss noch kurz was erledigen. So, jetzt bin ich wieder da. Ja, es kostet mich jetzt gerade ein bisschen Zeit. Wir haben nur 4. Das ist wirklich schon gefahren, wenn ich dabei komme. Ich glaube, ich hätte dieses Rennen reinkommen. Ja.
vergänglich noch vier. Ja, das ist so ein Rennen, was gerade ja, was wirklich ein Sieg nicht wirklich nicht läuft. Man, ich finde das Ergebnis jetzt nicht so gut. So, okay. Gehen wir direkt rein in die, wieder in die Garage. Wer ist mit? Wir werden es auch mal feiern. Wir sitzen in der nächsten Folge. Hey. Ich hoffe, die Cops machen dir das Leben nicht allzu schwer. Gefährlich. So, wir machen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir zwei Tage mit in die Festgeschichte.